Oh mein Gott. Ihr werdet nicht glauben. Nimm wieder mal Smash auf und hier habe ich vermisst. Und es ist noch nicht alles. Wie ihr wisst, gab es gerade eine Ankündigung, und zwar für den News. Ja, es wird bald wieder geschmäht. Richtig, denn online trainieren. Geht bis baldigen Online-Turnier. Wir können mit euch diskutieren, denn bald, also seht ihr, geht bis zum 21. 20.06. Aktuell ist der Software-Update 7.0. Bowser. Ja. Sie sind jetzt noch 7.0 und bald kommt 8.0. Ihr fragt euch, hä? So bald? Tja. Denn, tja, nächstes Match-Charakter kommt. Und zwar wird Sakurai am 22. wird es eine Präsentation geben. Und zwar wird der Kämpfer von Arms, wo ich ja die ganze Zeit warte, vorgestellt. Richtig gehört, er wird am kommenden Montag vorgestellt. Und nicht gegen Kirby, nein. Hat gerade Delay oder was? Runde 1. Delay, oder? Quicko gegen Quick. Nicht gegen Kirby, nein. Auf jeden Fall am Montag wird es ein Livestream geben zu dem Arm-Charakter, ja. Nathan Mario Sakurai sind einen Kämpfer aus Arm. Um 16 Uhr, das ist während der ich bin gespannt, wer das sein könnte. So, einmal Kirby weg. So, die zweite Runde gegangen. So, wie gesagt, am Montag wird die Präsentation kommen. Und da wird der Arms-Charakter vorgestellt. Wie gesagt, wie wir wissen, bloß der Arms-Charakter. Viele schreiben, sagen so, ja, es kommt der linke Charakter. Doch,
Tja. Das sieht in dem Livestream mit aus, die der neue Kämpfer aus Arms bekannt gegeben. Weitere Kämpferankündigungen finden nicht statt. Ja, richtig. Es finden keine weiteren Ankündigungen statt. Das heißt, wir werden erfahren, welcher Arms-Charakter das sein könnte. Ich bin gespannt, wer das ist. Ja. Denn. Tja. Auf jeden Fall, wir werden es erfahren am Montag. Also, doch heute ist Freitag. Am Montag wird der Armcharakter vorgestellt. Und diese Präsentation wird etwa 35 Minuten gehen. Was da also gezeigt wird, wissen wir nicht. Was ich weiß ist. Gegen ein Fuego ansehen. Oh nee, jetzt kommt auch noch Fuego. Und dann gegen einen Richter oder Warp. Jedenfalls, ich freue mich schon drauf, am kommenden Montag dann mit euch zu spielen. Wie ihr wisst, gab es ja gerade im SGA Play. Da wurde ja Apex ja vorgestellt für die Switch. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, am Montag wird es das Live-Präsentation geben. Jo, ja, geht! Digga. Nein, jetzt bin ich in Gefahr. Okay. Verliere in der zweiten Runde, war eine richtige Konzentration auf jeden Fall, so sind die Informationen, also am kommenden Montag, am kommenden Montag, auf jeden Fall am kommenden Montag wird es stattfinden. Platz 16. Bin nicht zufrieden. Ich möchte weiterkommen. Deswegen, sagen wir es dann nochmal probieren. Ich guck mal, ob die jetzt hier bis zum 21 sind. Ja, das Menü geht bis zum 21. Kann es sein, dass... Wir haben ja gerade gesehen, das Turnier geht bis zum 21.06. um 8 Uhr. So, dann... bei Geistern geht bis zum 22.06. um 8 Uhr, wie viele Geister... Dieser Geistertaufe-Event. Die Frage ist, wird es auch DLC-Geister zu Arms geben? Ich weiß auch, welcher Arms-Charakter wird nun aus den Geistern entfernt werden?
Hermit Winter, Springman. Springman. Ribbon Girl fehlt mir noch. Mimin, Winter und Ninjala. Nein, meine. Ninjala. Weil einmal von den Geistern wird nicht kommen. Also einer von denen wird es einen Geist geben. Wird da entfernt werden am 22. und der wird dann als neuer Kämpfer kommen. Deswegen glaube ich, dass ich am 21. einen Hinweis bekommen werde. Oder vielleicht, wir müssen immer wissen, wann kommt der Charakter. Auf jeden Fall am 22. werden wir es erfahren. Also am Montag werden wir es erfahren. Also ich würde sagen, wir werden nochmal am 21. nochmal ein kurzes Infovideo machen und dann wird es dann am 22. wird es dann, ich glaube dann am 23. wird es dann ein Update geben. Also 7.0, es wird ein 8.0 Update. Schauen wir kurz mal, ob das so ein Update, du verwendest die neue Version dieser Software, das wird Dinari wird in den kommenden Tagen nimmer sein. Ja, das heißt dann, da wird es dann gedownloadet. Alle wollen ja diesen Pack, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann am 22. bzw. am 23. wenn der DLC-Charakter dann rauskommt. Mal schauen, wann er rauskommen wird. Ich werde euch dann informieren, soweit ich weiß. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn dann der Arms-Charakter erscheint. Also, tschüss!